Ja, in diesem Video, was sehr kurz sein wird, möchte ich mal so ein Fazit hier zu der Nordseeküste rund um Greetsiel, Norden, Leedsdorf und Pilsum kommen. Die Gegend hier ist super schön, was so diese ganzen Wasserläufe angeht. Die einzelnen Wege, die man hier mit dem Rad gut fahren kann. Es ist wirklich gut ausgebaut. Teilweise klar Schotterpisten mal, so wie hier jetzt gerade. Aber nichts, wo man klagen könnte. Die Ortschaften selber sind auch sehr gut dem Tourismus angepasst. Da bekommt jeder alles, egal ob er es braucht oder nicht. Von Souvenirs, aber auch Bekleidung, Lebensmittelmärkte und so weiter. Also so von der ganzen Infrastruktur doch sehr gut. Nichtsdestotrotz fehlt mir persönlich der Strand, so wie ich ihn von der Ostsee kenne. Am Norddeich gab es jetzt einen Strand von, muss ich lügen, 500 Metern, 800 Metern. Aber das war es dann auch schon. Wenn ich mir vorstelle, im Sommer, Hauptsaison, da kriegt man ja keinen Fuß an der Erde. Hier rund um Greetsiel und auch im Norden, so wie ich das jetzt gesehen habe, gibt es keine Möglichkeiten, irgendwo groß an den Strand zu kommen, außer dem besagten. Und das finde ich doch sehr schade, weil wenn ich an die Nordsee fahre, möchte ich ja eigentlich auch die Option Strand haben. Da gibt es bestimmt andere Orte, die ihr mir gerne auch hier mal nennen könnt, die man da bevorzugt besucht. Aber für mich persönlich ist doch eher die Ostsee was und nicht die Nordsee. Ja. Das soll es so im Großen und Ganzen, glaube ich, erstmal sein. Es hat mir gefallen, gerade was so Dörfer angeht, von der Architektur und alles. Aber es ist halt nicht so mehr, wie ich mir mehr vorstelle. Ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Ich überlege gerade noch, aber nee. Das war es im Großen und Ganzen. Also schöne Gegend, schöne Orte, schöne Radwege. Aber was das Thema Meer angeht, gefällt mir die Ostsee definitiv besser. Also, macht's gut. Euer Markus. Morgen geht's schon wieder heim.